Yo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute in einer etwas anderen Atmosphäre. Ich dachte mir so, ja, es ist Sommer, deswegen nicht immer drin drehen. Wir können auch mal draußen drehen in diesem wunderschönen Garten mit diesem wunderschönen Mann, Dima. Danke, danke. Ist mir eine Ehre, hier zu sein. Wieso eigentlich vier Stifte, wenn wir zu zweit sind? Wir machen heute etwas ganz Besonderes, und zwar, wir spielen heute Stadt, Land, Lachkick, also okay. Stadt, Land, Fluss mit verschiedenen Kategorien. Okay. Und ich dachte mir so, vielleicht funktioniert der eine nicht, deswegen den anderen, deswegen kriegt jeder von uns zwei Stifte. Ich dachte, man schreibt mir beide gleichzeitig. Das wäre Herausforderung, aber ich glaube, das wäre dann viel zu lang, das Video. Für mich auf jeden Fall auch zu schwer, ich krieg das nicht hin. Obwohl, mein Papa ist Linkshänder. War mal. Und was bist du? Ich habe einige Kategorien vorbereitet. Das erste natürlich, damit die Zuschauer uns besser kennenlernen sollten. Was man an dem anderen mag. Was man bei einer Zombie-Apokalypse einpackt. Unnötige Superkraft. Was man beim GV nicht sagen sollte. Und das letzte natürlich, ein Clickbait-YouTube-Titel. A. Okay. Stopp. D. Stopp. Was man an einem anderen mag. Deine schönen Haare. Oh, ich hab auch meine Haare. Aber bei dir sind auch die Maschala immer unten. Hast du abgeschrieben, sag mal? Nein, du, Alter. Hast du hast diese geschrieben. Guck mal, was Nein, ist das deine. Ich wollte schreiben. Was? Egal. Nein. Bei der Zombie-Apokalypse einpacken würde ich natürlich ein Dildo. Dildo? Ja. Willst du denen die Zombies in den Mund rammen oder von hinten so? Ich hätte sonst keine andere Waffe in meinem Zimmer. Was? Hab ich gesagt, dass du in meinem Zimmer liegt ein Zimmer, was? Dima, wer bist du denn? Nein, nein, nein. Es ist das Erste, was mir eingefallen ist. Warum auch immer ich so verdorbene Gedanken habe. Okay. Warte kurz, was hast du bei Zombie? Achso, habe ich einen Dosenöffner. Also Dosenfutter an sich wäre besser eigentlich, oder? Wenn du nun den Dosenöffner hast, aber nicht so, das Dosenfutter. Ich war, ja, aber schau mal, wenn du schon so auf diesem Trip bist, so mit Plündern und alles, und wenn du einen Dosenöffner also hast, den die Löcher aufschlagen. Ja, genau, so. Weil ich kann das nicht so wie oder du ins Auge mit so einem Messer und so. Genau, mit dem genau. Zombie, so warm, du Hund, nimm genau. Den Dosenöffner. Oder wenn ich mal so ein Date hab. Dann mit dem Zombie das Date, gell? Ja, mit dem. Wie geht's dir? Ja, unnötige Superkraft, da hätte ich dann noch was hingeschrieben, aber. Hast aber nicht geschafft, genau, die genau. Tinte ist ausgegangen. Genau, genau, genau. Da habe ich Dance Moves. Also es wäre eine unnötige Superkraft, wenn du coole Dance Moves kannst. Das ist doch keine unnötige Superkraft. Damit kannst du nicht die Welt retten, oder? Bei Superleuten, Superleute wahrscheinlich, Superhelden, ja. Geht es ja darum, dass man die Welt rettet oder so. Aber wenn du dabei einfach Dance Moves machst, während die Welt untergeht, Alter, das ist keine gute Superkraft. Was man bei Geschlechtsverkehr nicht sagen sollte. Deine Euter sind so nice. Und du denkst, Euter schreibt man mit Ö, O umlaut? Nein, nein, ich wollte es doch ändern, aber... Deine Öfter steht da, glaube ich. Ich habe Doggy-Style ist was für alte Menschen. Das sollte man, glaube ich, nicht beim Geschlechtsverkehr sagen. Könnte die Stimmung kaputt machen. Viele mögen Doggy-Style, glaube ich. Mhm. Nicht ich natürlich. Genau. Dann haben wir den Clickbait-Titel. Die, sterbe. Das steht die. Ja, stirb. Mehr konntest du nicht schreiben. Nein, stirb. Die heißt sterben. Und das findest du ist ein Clickbait-Titel? Ja, ja, ja. Gut. Ja. Ich habe, dieser Junge hat alles verloren. Aber vielleicht nur so aber ein Ausrufezeichen. Genau, und dann Klammer, kein Clickbait. Thumbnail ist schwarz-weiß. Genau, dann so. Das ist schwarz-weiß, damit man weiß, okay, das, er hat wirklich was verloren. Digga. Das ist kein Scheiß, Alter. A. Stopp. K. Tschüss, Alter, bist du schnell. Stopp. Was ich an dir mag, ist dein Kiefer. Weil du so einen geilen Kanisterkopf hast, deswegen so. Der Kiefer. Das Kompliment habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich fühle mich geschmeichelt. Ja. Ich habe einen schönen Kiefer. Kennst du diese TikTok-Boys, die dann so drauf beißen und der Kiefer. So, der Kiefer ist so breit als die Schultern, Alter. Ich mach das auch manchmal noch. Mashallah, Alter. Ich habe bei dir geschrieben, Kochkünste. Weil du kannst asiatisch kochen und das mag ich. Ich mag asiatisch essen. Und vorgestern war ich vietnamesisch essen. Da habe ich an dich gedacht. In diesem einen Laden, wo wir deinen Geburtstag gefeiert haben. Aber nicht am Ring, sondern an einem anderen Ort in der Stadt. Das war, Leute, beste Qualität. Was hast du bei der Zombie-Apokalypse? Ich würde ein Krallenmonster mitnehmen, weil es das auch gibt. Okay, dann wahrscheinlich Frieda, oder? Ja, oder diesen Maulwurf, der die ganze Zeit Löcher bohrt in diesem Garten. Echt viele Löcher hier. Ja. Und das würde ich auf die Zombies schmeißen, Alter. Nimm das, du Hund. Okay, der zerkratzt dann alles so, ne? Ist ein Schutz. Ich habe eine ganz stinknormale Keule. Eine Keule ist gut, auch zum Beschützen. Also oder zum Essen. Na, weißt, schau, du isst. Noch mal. Okay, gut. Du isst und dann hast du ja danach eine Waffe. Perfekt, gut, find ich nicht Alter. Schlecht. Unnötige Superkraft. Ich habe Kacke spucken. Interessant, ich habe Karate-Kicks. Karate-Kicks? Ja, Mann. Du hast voll die coolen Sachen, aber das ist ja nicht mal unnötig. Kacke spucken? Kacke spucken ist richtig geil. Das ist eine Superkraft, Alter. Ja, stell dir mal vor, wenn es dir schlecht geht, du bist gerade unterwegs, hast halt kein Klo, dann statt
zu sitzen. Also du denkst, du kannst jemandem verkaufen, dass das eine Superkraft ist, Kacke zu spucken? Die ist aber unnötig. Ja, ja, aber es muss ja trotzdem irgendwie eine Superkraft sein, die ja etwas Besonderes ist. Ich dachte, du nimmst es jetzt nicht so krass ernst. Das ist Stadt, Land, Fluss, ich nehme das unnormal ernst. Okay, okay. Leute, was wäre eure Superkraft? Schreibt es unten in die Kommentare. Aber Kacke spucken wäre schon geil. Wo wir schon bei Kacke sind, bei der nächsten Kategorie, was man beim Geschlechtsverkehr nicht sagen sollte, habe ich Kacken wäre geil. So, weißt du, mittendrin so, kurz, warte kurz, Kacken wäre geil eigentlich. Wieso klingt das bei dir alles so normal, als hättest du schon gemacht? Weil das hätte ich schon erlebt, vielleicht habe ich es auch schon erlebt, okay. Wer weiß. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Ich habe, Kinder wären jetzt geil. Auch gut. Da, auch das wäre auf jeden Fall krass, ne? Wäre jetzt geil, hast du von mir abgeschrieben, glaube ich. Wären jetzt geil. Wäre, bei mir ist auch wäre geil. Irgendwie. Ja, aber... Ja, überschneiden sich unsere Gedanken. Was wäre, wenn ich jetzt sagen, Kinder sind jetzt geil? Kinder machen? So, Fragezeichen. Ah, okay, okay. Können wir Kinder machen, Bruder? Ja, klar, wir können eins adoptieren, Bruder. Nimmst du wörtlich? Meinst du jetzt natürlich nur so metaphorisch. Ich dachte, ich kann so eine innige Bindung mit dir aufbauen und so, weil wir so lange jetzt zusammenarbeiten. Dafür küssen wir die ganze Zeit. Ich dachte, das reicht schon. Achso, ja, aber das Problem ist, du stehst auf Füße, ich nicht. Achso, dann lass ich das. Deswegen, vielleicht füßest du gerade alleine mit dir. Achso. Okay, YouTube-Titel habe ich, Killer-Clown überfällt mich. Das ist gut, besser als bei mir, weil ich habe nur, kann mir jemand helfen? Fragezeichen, aber Fragezeichen ganz dick. Mhm. So, auf denen ist mein Leben vorbei. Schwarz-Weiß Thumbnail, mit der Hoffnung, dass ich heute drauf kriege, um zu erfahren, was ist denn passiert. Ah, okay, okay. Und dann machst du wahrscheinlich oben rechts so Emoji, Herz zerbrochen, links so Heulen. Ja, so ein Regenfilter drüber. Ah. Bei dir ist halt das Ding, wenn du Killer-Titel schreibst, ist schon längst bei YouTube, wird direkt gelb gemacht, nicht mehr vorgeschlagen. Egal, Hauptsache, ich habe hier was steht. Wollen wir das dann für dich dann drehen? Das Killer-Clown hier. Alter. Du bist der Killer-Clown? Ja. Ohne Verkleidung? Oh! A. Stopp. Ich hab jetzt Q, aber... Was ist der nächste nach Q? R, glaube ich. A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, Q, R. Genau. Super, R. Nimm den R. Stopp. Perfektes Timing, boah, okay. Alter. Was ich an dir mag, wie du redest. Ich glaube, das ist gelogen, oder? Magst du den Akzent, meinst du? Akzent, ja, ja. Ah, gut. Weil manchmal kommt so die Hexe bei dir raus. Ja, achso, wenn ich lache. Ja, deswegen so. Ich mag deine Riesigkeit. Oh. Nicht körperlich gesehen, natürlich. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Zombie-Apokalypse, ein riesen Dildo. Das wird jetzt von mir abgeschaut, gell? Ich ja, hab aber Dildo schon. Ja, aber riesen. Achso, das ist so ein richtig so. Ah, gut, ein ganz anderer Gegenstand. Ja, genau. Natürlich. Lassen wir gelten. Siehst du? Passt. Ich habe Rambo. Meinst du, der Filmcharakter? Ja, meinst du, der kommt einfach hier dann so vorbei und so? Ich sag einfach, Rambo, komm mit, boom. Er hat sich einfach materialisiert auf einmal. Mhm. Und dann sage ich, Bruder, komm mit. Ganz realistisch. Hat er dann auch so ein Riesendildo dabei? Oder? Tja. Bestimmt, er ist der Riesendildo. Ja, komm, wir machen weiter. Okay, unnötige Superkraft. Ja, ich habe Reierschleim. Also Reiern ist ja kotzen. Ja, ja. Und dann kannst du so Leute wegschießen mit Reierschleim. Mit so einem Strahl, Alter. Wie nochmal? Mit Schleim so. Und der andere ist dann voller Schleim. So, ich will nicht mehr kämpfen, Alter. Ich bin jetzt im Schleim. Ich habe Riechen. Das so ist für aus, dich eine für Superkraft. 10.000 Kilometer Riechen. Wir sagen einfach nichts dazu. Ja. Was man bei GV nicht sagen sollte. Das wird bei dir jetzt sehr unangenehm. Ich hab da geschrieben, rein in die Olga. Dimas Mutter heißt also Olga. Das war jetzt auch die letzte Runde, die wir spielen, wie gesagt. Ich denke dann, du hast wahrscheinlich nicht meine Mutter gemeint. Nein, gut. Safe nicht. Aber das wäre schon sehr, sehr, sehr... Sehr provokant. Sehr provokant. Meine Mama heißt Olga. Wir machen einfach weiter. Rein oder raus, wie geht das? Weil dann ist irgendwie so ein Breaker. Das macht die Situation kaputt, oder? Die wird so denken, so, ja, Pull-Out-Game wäre nicht so strong und so. Was auch immer du gesagt hast. Genau. Genau. Clickbait-Titel. Ich habe geschrieben, reich werden ohne zu arbeiten. Finde ich gut, hast du mich wieder inspiriert, ne, von meinem Millionären-Titel. In der nächsten Runde kannst du schreiben, dass du an mir magst, Inspiration. A, B, C, D, F, bis I. Ich sag nur I. Ich habe Rainer dreh durch. Drachenlord. Sogar mit YouTube-Kenntnissen ja. Hier. Du musst aber, Klammer, Drachenlord schreiben für Algorithmus und so. Ja, weißt du, der kennt nur Drachenlord. Hashtag Drachenlord. Genau, der kennt nur Drachenlord. Okay, ich würde sagen, letzte Runde, Dima. A. Stopp. T. Stopp. Was ich an dir so mag und liebe, ist deine tiefe Stimme. Weil sie auch so tief ist. Wahrscheinlich. Leute, findet ihr, ich habe eine sehr hohe Stimme? Ich finde schon, danke. Ich habe bei dir geschrieben, deine Traubenaugen. Ja, so gequetschte Trauben. Wollte ich schon sagen. So, welche Augen so? Bei Zombies einpacken, Teebeutel mit Gift. Statt Tee ist ein Gift. Willst du mich dann vergiften dann? Wenn du dich als Zombie siehst. Ach so, okay. Andererseits würde ich nicht versuchen, glaube ich, in der Zombie-Apokalypse lange zu überleben, weil was ist das für eine Welt, Alter? Du lebst unter Zombies, was macht das für einen Sinn? Unbegrenzte Freiheit hättest du dann, Bruder. Unbegrenzte Freiheit? Das kann jeder selbst definieren. Ich habe da ganz schick normalerweise ein Tier. Ein Mensch, der trainiert ist oder ein richtiges Tier? Eher so ein Mensch, der so trainiert
ist, so, weißt du, okay. So ein Türsteher, so. Unnötige Superkraft? Habe ich Trampolinbeine. Die sind einfach rund wie ein Trampolin. Und dann kannst du jedes Mal springen. Quasi, du musst nur hüpfen und dann boom. Jetzt mit ein bisschen Fantasie kannst du dir das vorstellen. Ich habe geschrieben, tauchen mit Atmen. Das ist keine unnötige Superkraft, halt. Das wäre mega geil. Scheiße. Panik. Du warst ein bisschen im Stress. GV? Trinkst du gerne warme Milch? Irgendwie unpassend, oder? Dann würde sie denken, der trinkt an Milch oder an seine Mama oder so. Das ist ganz, ganz weird. Ganz weird. Ich habe geschrieben, Thomas war aber viel besser. Finde ich gut. Stell dir mal vor, wenn jemand das sagt, sagst du, boah. Das ist richtig gut. Wer da D geschrieben hätte, Dima war viel besser. Touché. Da hast du fast alle Runden vorher wieder alles besser gemacht. Gell? Bei dem Clickbait-Titel habe ich Tanzverbot hat eine Freundin. Boah. Weil sich das viele nicht vorstellen könnten, theoretisch. Ne? Aber der spielt auch sehr krass, ist so sein eigenes Format mäßig so. Weißt du, der sagt immer so. Er macht das auch manchmal. Aber ich habe eine Freundin, Ja, der hat ja auch angeblich, oder wir werden nichts unterstellen, der hat ja auch irgendwie so 3 Jahre lang eine Freundin gehabt oder so. Echt? Ja, wusste ich gar nicht. Ich habe geschrieben, TikTok-Star wird über Nacht ermordet. Tschüss, Alter. Warum hast du immer so düstere Gedanken? Ich dachte so, wenn man Clickbait macht, dann richtig Clickbait. Vor allem über Nacht ermordet, als ob so über mehrere Tage verteilt ja. Ja, so heute steche ich nur hier ab, dann schnitze ich kurz da was auf, nehme ich ihm kurz da die Eier und schiebe ihm da mal so. Alles klar, Ming. Jetzt haben wir Ming besser kennengelernt. Freunde, ich hoffe, ihr habt uns besser kennengelernt. Ja, es hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schreibt uns auch gerne unten in die Kommentare andere Kategorien. Vielleicht kann man ja im nächsten Teil darüber reden. Und dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei Dima vorbei. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr es verpassen wollt, abonniert mich gerne. Beziehungsweise aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.